Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ich mache gerade ein paar Sachen, muss ein paar Sachen erledigen heute. Deswegen weiß ich nicht, was Pokémon-technisch heute geht. Möglicherweise knacken wir heute die 4 Millionen Sternstaub. Kommt drauf an, wie viel ich zock, aber wir sind kurz davor. 3.963.000 oder sowas. 37.000 bräuchten wir, glaube ich, noch. Das sind 370 Pokémon. Mal schauen, ob wir das hinbekommen, aber davor müssen wir zum Fantame in München. Ihr wisst, wir haben davor Yu-Gi-Oh! Gespielt, hatten auch einen Channel. Wir waren sogar gesponsert, haben ganz viele Sachen bekommen. Aber da ich das jetzt nicht mehr zocke. Muss ich halt das ganze Zeug loswerden. Und deswegen treffe ich mich mit einem Kumpel. Und der hat mir das alles abgekauft. Ganz egal, was vor mir liegt, ich gehe meinen Weg. Ich habe Mut, ich halte durch, ich streife durch das Land. Ich werde sehen, ich habe die Macht. Ich halte Pokéball in meiner Hand. Das gestern mein Herz zerrissen. Das hat sich verletzt gestern. Kann ich dafür, Mann? Er hat gesagt, er nimmt alles. Ja, Opa. Was geht, Mann? Ich will, Mann, ich will. Hallo. TBD Comeback. Zählt noch. Nee, wieder. Dann macht man zum Vlogs. Ja, Mann, wir bleiben treu. Ich will auch nicht viel, Mann. Ein bisschen Business, bevor es weitergeht zu den Pokémon. Du warst zu geil, Mann, und dann. Danke, Mann. Ich hab da auch immer was. Ich hab auch so einen Typen auf DJ. Mit auch immer eine Kopio. Ich geh mir auch immer manchmal eine Liste mit, wo der auch mal ein paar Karten. Das hat natürlich den teurer, der Kerl. Aber wer ist noch, wenn man da rechts kommt? Ja, klar. Danke nochmal, geht dir das? Ja, ich danke dir doch nochmal. Shit, Leute, alles voll, Mann. Ja, eigentlich noch nicht. Ich glaube, ich muss sogar dreimal. Ich glaube auch. Morgen wird es auch kommen. Mach ich einfach mal die Sache rein? Genau. Boah, Leute, einfach packt ihr weg in die Tasche. Also, gerade aus dem FT von Fantame München raus, ein paar Geschäfte machen. Ihr habt es gesehen, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Da habe ich den Leitenden hier getroffen. Yu-Gi-Oh! Ist tot, Mann. Oh mein Gott. Yu-Gi-Oh! Ist tot. Wie geht's dir, warte? Wie geht's dir, Digga? War schon, Mann. Ich geh jetzt erstmal Haare schneiden. Ja? Das einzige gute an FT war der Friseur, Alter, Mann. Ja, Mann. Das stimmt aber echt. Was treffst du sonst so, Mann? Du bist eins verschollen, Mann. Ja, Mann, ich bin zur Zeit. So, alles erledigt. Vielleicht Demi getroffen, für alle, die es nicht wissen, für alle Neuen. Guter Kollege von mir, Kumpel, meistens auch immer mit dabei, auch in vielen Videos dabei gewesen. Hat in letzter Zeit nicht so viel Zeit, aber demnächst wieder am Start, meint er. Thank you.
kurze Unterbrechung vom BP, weil 100% Mantax gespawnt ist. Das haben wir uns auch geschnappt. Ein Kumpel dort getroffen. Hast du schon? Hast du schon? Überprüfen. So Leute, ich bin wieder weiter. Ihr könnt es vielleicht schon sehen, also hier Pavillon gibt es, Botanische Garten bin ich. Bin relativ lang mit der Tram gefahren. Hab 5,8 Kilometer jetzt auf den Zehnern. Schauen wir mal, ob die heute noch schlüpfen. Aber selbst wenn, werde ich es glaube ich nicht in dieses Video packen. Staub habe ich jetzt 3.977.478, also ist nur 22.500. Jetzt geht es eigentlich ab in den Botanischen Garten. Das ist eigentlich eine andere Folge. Ich habe mir extra jetzt ein Ticket für euch gekauft. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit dieser Folge hier machen soll. Ich glaube, die ist jetzt erstmal zu Ende. To be continued. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit dem Botanischen Garten. Das war's von der Folge. War ein bisschen durcheinander. Verschiedene Sachen gemacht. Nicht zu einem großen Ding gegangen, sondern einfach so nebenbei Pokémon gespielt, im Alltag habt ihr mich mal erlebt. Wir haben die 4 Millionen geknackt, die Eier sind geschlüpft, werde ich euch irgendwann mal zeigen. Also die Stelle, wo ich das rausschneiden musste wegen dem zu starken Wind, da habe ich nicht viel erzählt. Also da habe ich gesagt, dass wir jetzt gerade eben das 10. Ei, also das 9. 10er Ei bekommen haben. Bisschen zurückblickend auf die letzten 10er, dass die echt leiden waren und dass ich bereits an demselben Tag, wo ich die geschlüpft habe, bereits 3 neue 10er bekommen habe. Und diesmal ging es abnormal schnell. Also in einer Woche habe ich 9 Zehner bekommen. Glück ist auf unserer Seite. Mal schauen, ob das beim Schlüpfen dann auch so ist. Wie gesagt, die 4 Millionen habe ich geknackt. 4 Millionen 50.000 habe ich jetzt. Ich würde gerne noch 5 Millionen sparen, aber demnächst werde ich ein paar Videos machen, wo ich ein paar Pokémon für euch max pushe. Weil ich ja jetzt Level 38 bin, kann ich alle Pokémon auf das Max Level pushen. Werde ich demnächst machen. Botanischer Garten war richtig geil, aber der Wind war an dem Tag abnormal, ihr habt es gesehen, also ich musste ernst viel rausschneiden. Die Folge konnte ich dann nicht dort drehen, also habe ich dann dort doch nicht gedreht. Ich hatte auch nette Begleitung, also habe ich lieber mit denen gechillt, anstatt mich auf das Video zu konzentrieren. Aber der Botanische Garten geht richtig krass ab, also kann ich nur empfehlen und ich werde da auf jeden Fall nochmal hingehen für eine Folge, weil es sich echt lohnt. Ansonsten bleibt es dran, mal schauen, wann die 10 Kilometer Eier kommen, demnächst hoffentlich. Muss ich schauen, wo ich die reinpacke. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab, check die Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.